Hallo meine Lieben, ich bin's wieder. Ja, nur weil wir zu Hause bleiben müssen, heißt das noch lange nicht, dass wir uns nicht schön machen dürfen. Und deshalb, meine Lieben, schminken wir heute ein super schönes, einfaches Quarantäne-Make-up. Meine Lieben, das geht natürlich wie immer mit der Foundation los. Und ich habe hierfür natürlich einen Beauty-Blender und ein Aquacream-Make-up. Und ich gebe jetzt ganz einfach mal einen schönen Pump-Pump hier auf meinen Beauty-Blender drauf und fange dann an, das ganz vorsichtig in meinem Gesicht zu verteilen. Meine Lieben, ja, ich habe meinen Beauty Blender vor so leicht angefeuchtet, einfach weil ich finde, dass das ein super schönes, kühles Gefühl auf die Haut zaubert. Und meine Lieben, ich klopfe das hier so ganz vorsichtig ein, damit sich meine Poren schön öffnen und sich mein Make-up gut mit meiner Haut verbinden kann. Meine Lieben, vergesst die Übergänge nicht, besonders hier oben an der Stirn und natürlich auch unten am Kinn. Meine Lieben, ja, wenn wir damit fertig sind, machen wir direkt weiter mit dem Augen-Make-up. Erstmal möchte ich ein kleines Wimpernlifting machen und habe mir hierfür einfach eine Gabel mit relativ langen Zinken ausgesucht, weil ich ziemlich lange Wimpern habe. Und da könnt ihr schon sehen, da fächere ich hier meine Wimpern einfach mal so schön auf, damit die schön getrennt sind und drücke das dann einmal an. Und das mache ich natürlich auch an der anderen Seite. Ich fächere hier einmal auf, trenne die Wimpern und drücke dann einmal an. So, und ihr seht schon, ich habe hier einen super schönen Schwung mir gezaubert und mache nun weiter mit dem Augen-Make-up. Ja, meine Lieben, wir möchten heute ein Smoky Eyes Make-up schminken. Das ist relativ einfach, sieht aber super cool aus. Meine Lieben, ich habe hierfür natürlich wieder ein Aquacream Make-up von Kiomic Cosmetics und natürlich wieder meinen Beauty Blender. Und da gebe ich hier wieder einen schönen Pump-Pump drauf, meine Lieben, und fange dann an, das auf mein bewegliches Augenlid zu tupfen. Ich nehme wieder die Gabel zur Hand, tupfe hier einmal an und auf der anderen Seite natürlich auch und verblende das dann unten am unteren Wimpernkranz. Und fertig ist mein Augen-Make-up. Meine Lieben, wir machen weiter mit den Lippen. Ich habe euch meinen absoluten Favorite mitgebracht. Ich dachte, weil es oben relativ dezent ist an den Augen, darf das Lippen-Make-up ein bisschen auffälliger sein, meine Lieben. Und ich habe hier meinen Favorite in der Farbe Koralle und gebe das hier mal auf meine Lippen drauf. Meine Lieben, ich habe einen relativ kleinen Mund, male deswegen gerne über die Konturen drüber. Das könnt ihr natürlich halten, wie ihr wollt. Ja, und dann tupfe ich das hier einmal aus und fertig ist mein Lippen-Make-up. Meine Lieben, wir machen weiter mit dem Rouge. Ich habe ein eher herzförmiges Gesicht, deswegen ziehe ich mein Rouge gerne so leicht schräg in mein Gesicht rein und ich benutze auch hierfür wieder meinen Favorite in der Farbe Koralle und nutze wieder meine Gabel, einfach damit das schön gleichmäßig wird. Meine Lieben, ja, ich ziehe das hier einmal an beiden Seiten rein. Und ihr seht schon, das lässt mein Gesicht einfach super schön schlank erscheinen. Meine Lieben, wir machen weiter mit den Haaren. Ja, ihr kennt das sicher auch. Man kann jetzt gerade natürlich nicht zum Friseur gehen. Man hat das einfach hier mal satt, immer die gleiche Haarfarbe. Und deswegen habe ich einen total coolen Geheimtipp für euch. Verlinke ich euch gleich nachher unten in der Infobox. Könnt ihr dann einfach bestellen. Meine Lieben, ich habe hier eine super coole Perücke für euch. Die ziehe ich mich hier einfach mal auf, meine Lieben. Wuschel hier einmal durch und fertig ist mein Quarantäne-Make-up. Meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir ein Like, lasst mir einen Kommentar da und dann schminken wir schon ganz bald das nächste Tutorial. Bye bye!